Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und wir sind jetzt hier im neuen Setting. Ich habe das ja in dem, bei der legendären Raid-Stunde mit Mewtwo schon angekündigt. Wir wollen das mal testen, wie das ankommt bei euch. Ich habe mir jetzt zwei so Softboxen zugelegt, dass ich auch nachts Videos machen kann und die Nachbarn nerven. Selbst wenn es 3 Uhr nachts ist, kann ich jetzt hier sitzen und mit mir selber reden. Und soll natürlich den Vorteil haben, gerade wenn das Wetter draußen nicht so gut ist und es ist bewölkt und ein bisschen düster, dann hat die Kamera immer so ein extremes Rauschen drauf. Sieht nicht gut aus und mit dem Licht wollte ich eben bewirken, dass man trotzdem eine bessere Bildqualität hat und das einigermaßen gut aussieht. Macht der? Jetzt macht das natürlich nicht mehr. Der will immer zu in den Rucksack reinkriegen. So, wir kommen aber jetzt zu den Highlights der Woche wieder mal und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Lift Up Raider. Der hat ein Bild gepostet. Old Channel passt sich dem Wetter an, wie ihr seht. Old Channel Bridge, also hinten die rote Arena und es war wirklich sehr windig und stürmisch an dem Tag. Deswegen ist auch das 5er Ei umgekippt und hängt da auf der Seite. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt bei euch, dass die Eier machen, was sie wollen? Dann Mary Ann hat einen Shiny Giratina gefangen und ich weiß nicht mal, wer Mary Ann ist, da irgendwie das Tagebuch schon wieder komplett durcheinander gewürfelt wurde. Ich hatte die also mit ihrem Accountnamen eingespeichert. Jetzt steht plötzlich Mary Ann da. Leider weiß ich nicht mehr, wer das sein soll. Trotzdem Glückwunsch zum Giratina. Ist bestimmt aus der Temarana-Gruppe, denke ich mal. Dann der Iswurm-Bild, how to get a girlfriend, bitch, I choose you. So kann man es natürlich auch machen. Einfach den Pokéball draufwerfen und ab dafür. Jetzt reicht's. Was machst du da? Ach ja, und jetzt unschuldig putzen oder was? Ich glaube, das neue Setting gefällt dem Adi auf jeden Fall besonders gut, denn er wühlt hier rum wie sonst gar nicht. Sonst ist er immer ruhig und tut sich dem Stuhl hinten widmen. Jetzt ist kein Stuhl mehr da, dreht er halt so durch und macht irgendwas. Aber wir kommen weiter zu den Highlights der Woche, genau. Der Nägelmon hat er nämlich einen Shiny Gramurks gefangen, auch richtig genial. Der hat ja immer Glück mit Shinies. Schon wieder Mary Ann. Who the fuck is Mary? Mit einem 100% erlösten Lavita. Das hat also gute Werte gehabt und ihr wisst, durchs Erlösen nimmt jeder Wert ja 2 zu. So hat es jetzt also 15, 15, 15 auf Level 25. Dann habe ich einen Shiny Mirapla gefangen, habe das auch die ganze Zeit als Buddy gehabt, nämlich um zu zeigen, dass man also in der Raid-Stunde die Geschenke öffnen soll und annehmen soll. Ich versuche das ja immer wie andere über den Buddy zu kommunizieren. Klappt leider nicht bei allen so, die tun dann immer 10 Minuten vor der Raid-Stunde einfach mal alles öffnen und schon sind die Erfahrungspunkte weg. Der Lift-Up-Raider hat auch einen Shiny Mirapla gefangen. Der Mitchell kommt auch mit einem Shiny Mirapla daher. Nägelmon natürlich, der darf nicht fehlen. Der kriegt ja sowieso immer jedes Shiny. Hat dann auch gleich noch einen Shiny Endivie hinterher mit WP12. Das dürfte also ein Level 1er sein. Der Nägelmon mit noch einem Shiny Mirapla. Mitzenmann mit einem Shiny Jurob. Auch richtig genial, das haben auch noch nicht so viele Leute, glaube ich. Auch eines der selteneren. Nägelmon wieder mal mit einem Shiny Smogmog. Da müsste ich meins mal entwickeln. Ich habe ja Smogon 2-mal. Hab die Familie also vollständig, hab die aber noch nicht entwickelt. Genau wie Rettan muss ich alles auch irgendwann nochmal hinterher machen. Dann ein totes Giflor, wie man hier sieht. Männlich, da habe ich ja auch die ganze Familie durchentwickelt und sogar auf männlich und weiblich geachtet bei dem. Der Kenny mit einem Yorkliff, auch shiny natürlich, 425 im Regen und ihr wisst, nasser Hund, das geht gar nicht, den fängt man ein und holt ihn rein. Pupsi hat auch einen shiny Mirapla gefangen, auch mit einem richtig guten Level, ihr seht, der Bogen ist fast bis am Ende. Dann habe ich ein bisschen getauscht und habe ein Lucky Klick die Klack bekommen mit 100%, alle Werte auf 15, habe das auch in einer extra Folge gemaxt und auf Level 40 gezogen, um dann festzustellen, dass das gar nicht so krass ist, da es leider nur auf 2637 WP gekommen ist. Aber egal, das war günstig mit dem Hochziehen vom Sternstaub und hat auch nicht jeder, vor allem auch nicht als 100er, da ihr das ja trotzdem nur aus Raids bekommen könnt oder aus Eiern brüten. Ist da ein 100er eigentlich schon sehr wertvoll. Dann der Thomas, dass der auch mal wieder was macht und zockt. Gerade am Röhren der Hirsch Mural gefangen, ein Kleopatra.
96% gleich die Weiterentwicklung. Ich habe damals immer die Weiterentwicklungen sitzen lassen. Ich habe also immer nur die Ausgangsstufen gefangen, dass ich es im Video für euch entwickeln konnte. So kann man es aber auch machen. Man nimmt es einfach gleich direkt mit, spart Bonbons und hat dann trotzdem einiges im Dex stehen. Dann der Kenny nochmal. Also gerade läuft's mit einem Shiny Nagellotz. Was ja eigentlich auch schon jeder haben müsste. Das ist ja eine Zeit lang so ultra überall gespawnt. Zusammen mit Yorklef eben. Habt ihr Shiny Nagelots bekommen? Habt ihr Yorklef bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann war ich fleißig am Eierbrüten. Hab einen Lunastein ausgebrütet mit 100%. Ihr seht auch alle drei Werte auf 15. 13, 30 hat es also, wenn es auf Level 20 ist und aus dem Ei kommt. Der Bockwurst-King, das war ganz übel, hat auch einen Shiny Mirapla bekommen, aber ihr seht schon unten in der Leiste eine Null stehen. Der hatte nämlich keine Bälle mehr und da hat er sich so aufgeregt, so eine Scheiße und ich kann nicht mal mehr Bälle kaufen. Warum, wenn man keine Bälle hat, drückt man permanent Pokémon an, bis man einen Shiny hat, um sich dann aufzuregen, dass man es nicht fangen kann. Ich verstehe es nicht. Aber gut, er wird sich schon was dabei gedacht haben. Vielleicht war ihm langweilig. Er hat gerade seinen letzten Ball auf das Hornio geworfen daneben, hat gedacht, ach, das eine drücke ich noch an. Ach so, ich habe ja gar keine Bälle mehr. Oh mein Gott. Und dann ist es so passiert. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Mystic Dragon zeigt uns hier ein Foto. Zwei Legenden auf einem Bild. Das ist richtig genial da. Also der Brandon Tan, der die meisten Erfahrungspunkte eben hat, der wohl bekannteste Spieler. Und der Opa mit seinen 35 Smartphones oder wie auch immer, der mit seinem Fahrrad immer durch die Gegend fährt, der auch lauter Sponsorenverträge bekommen hat. Zwei Legenden auf einem Foto, das kann man wirklich so sagen. Und ihr seht ja auch, wenn ihr hier guckt, das sieht man schon mal. Ihr könnt ja mal zählen, wie viele gelbe Accounts, wie viele rote Accounts und wie viele blaue Accounts hat der Pokémon-Opa? Was macht der Adi da im Schrank? Wie viele Pokémon-Accounts in den jeweiligen Farben hat der Opa? Schreibt's mal unten rein, das würde mich auch mal interessieren. Dann gab's ein X-Raid, der erste X-Raid mit Mewtwo seit der Rückkehr in die X-Raids, was ja Spukball haben kann und natürlich auch Shiny sein kann. Und ich habe direkt im ersten X-Raid ein Shiny Mewtwo mit Spukball bekommen. Habe ich nicht dran geglaubt, gab es auch gar kein Video dazu, aber ihr seht es hier, Spukball Shiny, Bam! Das mit dem Bug hat natürlich nicht funktioniert, bei uns haben sie das ja behoben zur Mewtwo Raid Stunde, dass ihr dann nach 20 Uhr eins fangen konntet, das ist aber wieder eine ganz andere Geschichte. Dann hat Pupsi noch ein Shiny Pandya bekommen, die hat also richtig Glück. Jedes Shiny Pandya, was ich bisher bekommen habe, also die Nummer 8 und die Nummer 3, habe ich von Pupsi bekommen und sie hat sich jetzt selbst auch noch eins geholt. Die ist richtig geil drauf, wenn ihr weiß, es gibt Pandya-Quests, die tu die mit 20 Accounts abgrasen und mach die Quest fertig und guck dann immer, ob ein Shiny dabei ist. Dann der Kenny mit einem 100% Skunkerpool. Heißt das so? Ist das nicht die Vorstufe? Ist es die Weiterentwicklung? Das ist schade, wenn die Namen nicht mehr dastehen und man die Viecher einfach nicht kennt, weil ich, wie gesagt, immer nur die erste kenne. Auf jeden Fall hat er das Stinktier, die Weiterentwicklung vom Stinktier mit 100% bekommen beim Lucky Trade. Glückwunsch auch dafür natürlich. Dann der Gandalf Julius, der schwärmt ja die ganze Zeit schon von Rocket Stops. Der zockt ja permanent und nimmt jeden Rocket Stop mit. Ich glaube, der hat bestimmt schon die 2000 voll oder so. Hat sich hier also ein erlöstes Lavita geholt mit 100%. Das ist richtig krass. Dann hat er noch einen Shiny Radfratz bekommen. Auch Glückwunsch an der Stelle. Vorhin gebrütet, jetzt habe ich 3 zu viel. Da habe ich noch einen Shiny Isso gebrütet. Ich habe mir die ersten 2 getauscht für teuer Staub. Und mittlerweile habe ich selber 3 Stück gebrütet, die ich also abgeben könnte. Aber wer will die schon, ne? Habt ihr schon Shiny Isso? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann der Kenny nochmal, könnte es so weitergehen, auch mit einem Shiny Visor, auch richtig cooles Shiny, wie ich finde. Da seht ihr nochmal meine Shiny Mirapla Familie mit Mirapla, Duflor, Giflor und Bluebella und eben auch die Unterschiede bei Giflor und Duflor in männlich und weiblich zu sehen, an den Blüten, an dem Muster, den die Blüten haben. Dann der Kenny, was ist denn da los? Noch ein Shiny Stolunior, also bei dem ging es wirklich richtig ab. Bockwurst King mit einem Screen, Abendprogramm. Der Unterschied von Mann zu Frau
hat sich hier ein schönes Video angeguckt von einem richtig bekannten YouTuber, den ihr alle abonnieren müsst. Na, ich habe noch nie unter irgendeinem Video geschrieben oder bei irgendeinem Text oder sonst was abonnieren nicht vergessen oder bitte abonnieren oder wäre schön, wenn ihr abonniert. Also nehmt das nicht ernst, streicht den Satz einfach, den habe ich nie gesagt, keine Ahnung. Bin da nicht so wie andere, ich bettel da nicht drum. Wer das macht, der kann das machen, wer das nicht macht, der macht das halt nicht. So ist das Leben, Jungs, ich sag's euch. Dann der Gandalf Julius, das ist das zweite für heute. Schon wieder mit einem Shiny Yorkleff und will dem jetzt sagen, er hat 2 Shiny Yorkleff an einem Tag gefangen. Bei dem geht's richtig ab, aber wer so viele Rocket Stops jagt, der muss ja auch richtig belohnt werden. Dann Pupsi, auch beim Brüten aus einem 10er Ei ein 100% Tarnell bekommen. Das kann sie natürlich aufheben, falls nochmal so ein Best of Sea Day kommt, kann sie doch nochmal ein fettes Metagross draus basteln. Alex Hoffi, der ist auch immer so mit seinen 100ern unterwegs. Ihr seht schon hier ein 100% Schwalbini. Die Schwalbe gestern gefangen und heute den. Die Schwalbe gestern gefangen und heute den Hasen mit einem 100% Haspirohr. Gut, der Adi raschelt zu lange im Hintergrund rum, da gehen wir mal nicht. Der verarscht mich, wenn ich jetzt mit der Kamera hingehe, dann macht er wieder was ganz anderes. Die Schwalbe gestern gefangen, heute den Hasen. Hab eben mal wieder ein neues, da hat er sogar noch 100% Griffel hinterher. Das Problem ist, wenn die Leute mir das bei Instagram aber schicken und ich gehe auf den Screen, sieht man nirgendwo mehr Namen und ich weiß überhaupt nicht mehr, von wem das ist. Deswegen habe ich das auch so in dem Chatverlauf abgescreent, dass man trotzdem das Bild sieht, halt nicht groß, aber auch weiß, von wem es ist, genau. Dann, da wird es komischerweise angezeigt, aber so komisch, dass es durchläuft und man muss es schnell abscreenen, bevor es dann weg ist und man sich das Foto nie wieder angucken kann. Was ist das bitte? Was ist Instagram? Warum machen die sowas? Ich verstehe das nicht. Ich muss schon so oft sagen, schickt es bitte nochmal neu. Ich habe es mir gerade angeguckt, habe den Screen vergessen und danach durfte ich es nicht nochmal angucken. Das müsste der Killer sein, der allerechte Thiago. Und der hat ein 96%iges Deoxys, war wohl der letzte X-Ray, den er mitgemacht hat. Ein Deoxys also rausgezogen, hat hier noch ein 100% Garados. Garados, richtig genial, was haben wir das Ding damals gefeiert. Und ein 100% Pupitar, ein erlöstes, wie man sieht. Da ist dieses sanfte Glitzern drumherum. 100% Pupitar erlöst. Dann der Stefan Landei, das finde ich besonders genial. Der ist ja wieder mal im Urlaub jetzt und hat schon gesagt, zur Raid-Stunde macht er sich ein Gefährt klar und fährt davon Raid zu Raid mit einem Franzosen noch bei und allem wunderbar. So richtig, so klappere ich heute Abend die 4 Arenen hier ab. Hab noch einen Franzosen gefunden, der die Raid-Stunde mitmachen will. Das sieht doch cool aus. Ich hab gesagt, wenn ich eine Million gewinne, dann kaufe ich mir auch so ein Gefährt, ne? Weiß zwar nicht, wie teuer das ist, so teuer wird das eigentlich auch gar nicht sein, aber damit hier die Raid-Touren machen und hier durch die City cruisen, ist bestimmt richtig genial. Vorne ein Fahrer, hinten passen noch 2 Leute drauf und es fällt auf jeden Fall auf, wenn ihr damit unterwegs seid. Dann wieder der Gandalf Julius, jawoll, schreibt er hier, wieder mit einem erlösten Pokémon, wieder ein 100%iges, diesmal Quapsel natürlich, der hat's mit seinen Rocket Stops. Dann wieder mal ein Kommentar von Spieletrend und ein Video von mir. Und da hat er noch gesagt, genauso wie du es erklärt hast. Und viele kamen und haben gesagt, hey, das stimmt doch gar nicht, du laberst doch Mist. Aber so wie ich es erklärt habe, war es ja wirklich, dass es dann nicht mehr so war, weil Niantic oder wie der Rocco sagen würde, Nitianic, einem einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnte man ja vorher nicht wissen, obwohl eigentlich konnte man es auch wissen, weil die machen das immer so. Da kommen immer 20 Länder vor uns, die können davon profitieren und bis dann bei uns die Zeit ist, dass wir das nutzen können, haben sie den Fehler wieder behoben. Das machen die immer extra, ich sag's euch. Die mögen keine Deutschen. Nitianic gegen Deutschland. Genau, nach 20 Uhr in die Lobby war nämlich hier die Devise. Dann die Raid-Stunde also auch um. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video hier hochlade. Eigentlich müsste es ja Mittwoch, aber Mittwoch ist morgen. Aber morgen müsste ich ja eigentlich... Ach, ich weiß es nicht. Heute war doch Mittwoch. Hey! Raid am Mittwoch, am irgendwas, ihr werdet schon sehen, das ist ein Heiden hin und her. 12 Raids, 12 gefangen, 2 Shiny, das ist also die Ausbeute von meiner legendären Raid-Stunde gewesen. Hallo Adi, alles wird gut. 12 Raids, 12 gefangen, jetzt wollte ich sagen 12 Shinies, eigentlich so viele waren es dann nicht. Nein, geh weg, nicht mit dem Schwanz.
Da ist ja auch die Frage, wie viel hattet ihr gefangen? Habt ihr auch eine 100% Fangquote gehabt? Und wie viele Shinies habt ihr bekommen? Wo ist der Schwanz hin? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann hat sich fast gelohnt, der Leandro ist nämlich am letzten Raid, wo wir gemacht haben, noch dazugestoßen im strömenden Regen. Das war auch einer, der nach 19 Uhr noch auf war. 19.30 Uhr oder so haben wir den, glaube ich, gemacht. Leandro kam dazu und hat eigentlich auch ein relativ gutes bekommen, wie man hier sieht, auch mit 15 Angriff. Die Terrorzicke auch, bei der hat sich's gelohnt. Die hat noch ein Shiny mit abgeräumt. Die Annika hat ein Shiny mit abgeräumt bei der legendären Raid-Stunde mit Mewtwo, der Gandalf Julius. Ich glaube, der hat sogar ganze 5 Stück bekommen. Der hat mit 2 Accounts gespielt. Ihr seht hier 49 auf dem einen. Hier dann noch eins bekommen, hier dann noch eins bekommen. Das sind alles verschiedene. Auch der Thomas, der war auch wieder am Start in Schleusingen, was auch nicht schlecht, schreibt er hier. Ein 91%iges mit 15 Angriff und ein 87%iges noch mitgenommen. Auch beim Bob lief es, 2 Shiny Mewtwo abgestaubt. Und wie soll es anders sein, der Alex Hoffi natürlich auch noch wieder mal. Stimmt, weil es so schön ist, noch ein 100% Bronze hinterher. Da Gro, der hat mich auch angeschrieben, der hat gefragt, wo man die Sachen schicken kann. Das ist schön, ihr seht, das ist aus Facebook. Da habt ihr den Screen im Großen und Ganzen und oben steht auch der Name dran. Da kann man das eigentlich immer schön abscreenen. Ein 100% Lucky Rihorn und ich glaube, der hat jetzt schon 3 Stück davon, hat er glaube ich geschrieben. Das dritte 100%ige Lucky Rihorn, das ist cool, da kann er natürlich ein Rihornio draus machen. Was eben ein richtig guter Bodenangreifer ist oder auch Gesteinsangreifer. Und er hat ein 100% Relaxo erlöst und das gleich hochgezogen auf Level 40, wie ihr seht. 3225 WP. Das ist genial. Habt ihr schon mal ein Relaxo erlöst? Ich habe mein 100%iges damals gefangen. Ich habe ein paar Kryptos gehabt, die habe ich dann verschickt. Zum Erlösen waren die mir zu teuer. Eins habe ich aufgehoben, aber ich habe noch kein einziges Relaxo erlöst. Manche konnten die nicht mal bezwingen und besiegen. Und er kriegt einfach mal ein 100%iges durchs Erlösen. Das ist also richtig genial. Die Liane, bei der hat sich's auch noch gelohnt. In der Raid-Stunde mein bester Fang gestern. Die hat nämlich ein 100% Shiny Mewtwo bekommen. Das hatte ich ja schon mal eigentlich als Schocker der Woche, aber weil man das schon kennt, ist das natürlich kein Schocker der Woche. Das ist ja altes Brot, ne? Das brauchen wir also nicht. Und heute habe ich noch mit dem Kenny getauscht, beziehungsweise hat der ein schönes Lucky Mewtwo bekommen. Und ich habe dafür mir einfach einen Farbigel geben lassen, weil ich auch keinen Bock habe, auf den zweiten Account immer so Fotos zu machen. Ich auch nicht wusste, was ich sonst tauschen soll. Also habe ich gesagt, machst du Farbigel, muss ich keine Fotos machen, habe ich das auch im Lucky Dex eingetragen. Aber auch gar nicht so ein gutes, glaube ich. Obwohl 91% oder so hat das gehabt. Ein 100er wäre cool gewesen, aber braucht man ja nicht. Ist ja unnütz. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt natürlich noch der Schocker. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Bader 352. Und ihr werdet euch denken, was? Was ist daran denn ein Schocker? Das ist doch ein 100% Sichlor. Gut, es ist ein Shiny, ein 100% Shiny Sichlor. Aber ich wäre nicht Ramses und Bader wäre nicht Bader, wenn das noch nicht alles wäre. Läuft heute, hat eine Bedeutung, denn direkt nach dem Sichlor im Raid hat er noch ein 100%iges Shiny Giratina bekommen. Und das ist wirklich richtig heftig. Ich glaube, ich habe noch gar keinen 100% Shiny Giratina gesehen. 100er haben schon ein paar gehabt jetzt. Und gute Shinies haben welche gehabt, aber ein 100% Shiny Giratina habe ich noch gar nicht gesehen jetzt. Und wenn, dann nicht nach einem 100%igen Shiny Sichlor. Deswegen Schocker der Woche beim Bader 352 mit seiner Glückssträhne. Das war's aber jetzt von dieser Woche. Ich bin gespannt, wie das neue Setting bei euch ankommt mit dem Licht. Mit dem Adi, der mich noch mehr ablenkt als davor. Wie das ist von der Akustik hier, wenn man doch redet, ne? Schreibt's mal in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche natürlich wieder, wenn wir die Highlights der Woche für euch präsentieren und wir wieder den Schocker der Woche haben. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.